Unsere Welt ist digital, bestimmt von unzähligen Informationen und schnellen Entscheidungen. Doch das digitalisierte Wunderland hat gleichzeitig eine Entschleunigungswelle ausgelöst. Bewusst genießen und gezielt auf alles Digitale verzichten. In der Musikbranche lebt dieser Trend wieder auf. Musik zum Anfassen ist gefragt. Ich habe die wichtigsten Platten, die mich beeinflusst haben, mein Leben verändert haben, wirklich auf Vinyl gesehen. Alleine das Innencover rauszuholen und da die ganzen Credits zu studieren, die auch nicht so klein sind, dass man Augenkrebs kriegt, ja, das ist schon mal was ganz Besonderes. Und es klingt einfach auch viel besser. Und noch nie habe ich wirklich so oft auf Vinyl unterschrieben nach Konzerten, wie ich das aktuell tue. Also ich glaube, die Entwicklung geht auf jeden Fall dahin, dass solche Produkte hochwertig und sehr aufwendig mit Liebe fabriziert werden. Die Liebe zum Musikgenuss zahlt sich aus. Die Vinylumsätze sind im Jahr 2013 um fast 50% angestiegen. Auch 2014 blieb der Wachstumskurs stabil. Eine Schallplatte lässt eben akustische Nuancen erklingen wie kein anderer Tonträger. Und sie weckt Erinnerungen. Kunst und Musik war ja in den 60er Jahren weitaus verbreiteter, als heute es der Fall ist. Ich meine, ich kann mich erinnern, in meiner Jugendzeit, das legendäre Woodstock-Album möchte ich gar nicht alleine erwähnen, sondern Pink Floyd-Alben, Yes-Alben. Also ich könnte sehr, sehr viele Künstler benennen, bei denen wir damals allein schon über die Optik uns entschieden haben, ob wir die Musik auch gut finden würden. Und deswegen ist Kunst und Musik ein ganz, ganz elementar eng beieinander verknüpfter Vorgang. Als Star im Nischenmarkt erfüllt die schwarze Scheibe also nicht nur musikalische Ansprüche, sondern auch künstlerische. Das Hamburger Musiklabel California Sunset Records zeigt, wie es heute gehen kann. In Zusammenarbeit mit dem Schauspieler und Fotografen Kai Wiesinger bringt das Plattenlabel Kunst in Form von hochwertigen Fotografien auf eine ganz besondere Plattenhülle. Art on Vinyl, so der Name des Musik-Kunst-Projektes. Ich glaube, das Besondere an diesem Projekt ist, dass es Kunst in verschiedene Richtungen verbindet. Einmal die Fotografie, die Kunst, das Bild, einmal die Kunst einer unglaublichen Verpackung, weil es werden ja ganz neue Sachen hergestellt. Eine Art und Weise, wie man eine Platte, eine Vinylplatte in einer Pappschachtel im weitesten Sinne präsentieren kann. Und auf der anderen Seite natürlich das zentrale Thema, die wunderbare Musik. Art on Vinyl macht Musik mit allen Sinnen erlebbar. Musik zum Hören, Sehen und Fühlen. Da kann die digitale Welt ruhig mal offline gehen.